Es ist Mittwoch, 11 Uhr und natürlich gibt's ein Video vom Callcenter-Crasher. Ich begrüße euch dazu herzlich. Heute ruft mich ein Betrüger an, der beim Sprechen den Mund nicht aufbekommt. Nuscheln ist dort wohl eine Einstellungsvoraussetzung. Nach dem Intro wird losgenuschelt. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Martinus Weisberg? Ja, das ist richtig. Gut. Also, mein Name ist Mark Janssens und warum rufe ich an? Das weiß ich Also, nicht. wie ich verstehe, haben Sie gerade unsere Software Immediate Connect angeschaut. Stimmt das? Ja, das habe ich. Das ist richtig. Okay. Und ich bin da, um Ihnen weiter alles zu erklären, also wie es funktioniert, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter. Ja, dann erklären Sie mal. Okay. Also, das ist fragen, haben Sie vielleicht schon irgendwelche Erfahrungen in solchem Bereich, oder? In solchen Bereich mit Anmeldungen? Also im Investment. Nee. Haben Sie keinen. Okay. Also, für alle unsere Kunden, ehrlich sagen, es spielt keine Rolle, ob sie irgendwelche Erfahrungen haben oder nein. Alle unsere Kunden bekommen ein spezialisiertes automatisches Eine System, was wie sie bitte? bei der Werbung. Bitte? Eine was bitte? Sie sprechen sehr schnell und undeutlich. Ich verstehe Sie nicht. Also, alle unsere Kunden bekommen ein spezielles automatisches System. Das ist ein sogenanntes Robot und es arbeitet mit verschiedenen Algorithmen, mit internen Codes und so weiter. Und so, dieses System funktioniert ungefähr so. Also, das öffnet circa 10 Positionen täglich. Und Ihr Kapital, also Ihr Geld, wird in unterschiedliche Wirtschaftsgüter investiert. Also das kann Aktien oder Rohstoffe sein oder andere Vermögenswerte. Und wir verstehen natürlich, dass alle Leute brauchen irgendwelche Unterstützung. Und genau aus diesem Grund, nach dem Handelskontoaktivierung, bekommen Sie einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater. Also, wenn Sie Zeit, Lust und Geduld haben, können Sie immer im weiteren Kontakt bleiben, also neue Kenntnisse bekommen, also Märkte analysieren und so weiter und so fort. Nö, das Aber wollte wenn ich ja Sie eigentlich beschäftigt gar sind, nicht. Ich wollte ja nicht okay, selber, ich wollte ja. wegen. Ja gut, erzählen Sie mal weiter. Also, wenn Sie beschäftigt sind, dann können Sie einfach zusammen dieses automatische System installieren, also auf Ihr Handy oder Tablet oder Rechner. Und Sie machen zusammen alle notwendigen Einstellungen für dieses automatische System und dann läuft alles vollkommen automatisch. Also natürlich, ich kann Ihnen jetzt die Zugangsdaten senden, wo können Sie also alles anschauen. Ja. Und wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren, werden Sie schon Ihre Bilanz sehen. Und also wie gesagt, jederzeit können Sie sich einloggen. Alles anschauen, also alle öffnende, schließende Positionen, also Statistik von Ihrem Account und so weiter. Und natürlich, wenn Sie Geld auszahlen wollen, ja, also Sie können und Sie sollen es machen, ja, aber Sie können es machen nur auf Ihr persönliches Bankkonto. Also so dieses Bankkonto soll genau Ihnen gehören. Ja, mein Bankkonto gehört doch auch mir. Okay. Und darf ich wissen, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 57. Okay, also ich soll es wissen, so wir dürfen nicht mit Leuten unter 18 arbeiten. Ja, bin ich aber nicht. Gut. Also, welche Fragen haben Sie jetzt auf diesem Ja, Moment? jetzt haben Sie gesagt, wie es funktioniert, aber wie kann ich denn bei Ihnen Geld verdienen jetzt? Das haben Sie noch nicht gesagt. Also, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben oder nein bei unserer Werbung. Also es gibt ein technisches Minimum. Es lautet 250 Euro. Zuerst sollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Sie können es oder mit Kryptoüberweisung machen oder mit ganz normaler Banküberweisung oder ich kann Ihnen einen Link senden, wo können Sie das mit Kreditkarte aktivieren. Dann, sobald Sie das aktiviert haben, wir vereinbaren einen Termin mit Ihrem Finanzberater. Und Sie, wie gesagt, Sie bekommen dieses Anruf und installieren Sie zusammen dieses automatische System auf Ihres Gerät. Und dann bitte, also
dieses System läuft. Also, wie gesagt, das ist einfach sogenanntes vollkommen automatisches System. Wie gesagt, dieses automatische System öffnet circa 10 Positionen täglich und laut unserer Statistik, also sind immer ab 6 bis 8 Positionen immer im Plus. Natürlich, wir haben unser Interesse daran, also wir nehmen 7% Provision, aber nur vor Ihrem Profit. Und so, ja, dieses System und arbeitet wie? Also rund um Euro. Jetzt haben Sie mir das schön erklärt, aber ich wollte doch fragen, wie genau verdiene ich denn Geld? Sie erzählen mir was von irgendwelchen automatischen Systemen, aber wie verdiene ich Geld? Wie wird gehandelt? Wie funktioniert das? Also dieses System analysiert also vielleicht tausende von Märkten und wenn zum Beispiel etwas rentabel ist, also dieses System kann etwas kaufen, ja, zum Beispiel Aktien von irgendwelchen Unternehmen, nehmen wir, ich weiß nicht, also Volkswagen, ja, also dieses System kauft Aktien von Volkswagen, also ein Teil von dieses Aktien, ja, und zum Beispiel in ein paar Stunden dieses System verkauft das, aber schon mit teureren Preisen, also mit höheren Preisen. Und schon dieses, also, und zum Beispiel, Sie haben das für 20 Euro gekauft, ja, und haben Sie das für 30 Euro gekauft. Und so dieses, also, so dieses Durchschnitt, also dieses Unterschied, also dieses 10 Euro, das ist Ihr Profit. Also, ich habe in der Zeitung gelesen, dass man Aktien immer sehr lange halten muss, so ein, zwei Jahre oder so. Und wie kann das ich das ist nur dann? Ihre Wünsche. Wie kann also, ich wie das? Sie wollen. Reden Sie doch nicht dauernd dazwischen. Wie kann ich denn bitte nach ein paar Stunden schon Gewinn machen? Das verstehe ich nicht. Also, verstehen Sie, Sie können dort Profit nee, machen, verstehe sogar ich in nicht. Ein paar Minuten. Moment. Sie haben gesagt, dass Sie keine Erfahrung haben, ja, und ich bin kein Finanzberater. Ach, also, sind ich Sie bin einfach nicht? Kundenberater. Nein, also ich bin einfach Kundenberater und meine Arbeit ist kurz zu erklären, wie es funktioniert Ja, aber und das haben einfach Sie zu ja noch helfen, nicht. unsere Kunden ihr Handelskonto aktivieren. Ja, natürlich, es gibt eine langfristige, also Investitionen. Zum Beispiel wollen Sie zum Beispiel 1000 Euro in irgendwelche Kryptowährung einlegen. Ja, und zum Beispiel Ethereum. Sie können es machen, also Sie kaufen einfach Ethereum und dann warten Sie einfach so, ich weiß nicht, so 3 Monate, 1,5 Jahre oder 2 Jahre, wie Sie wollen. Ja? Und zum Beispiel haben Sie gesehen, okay, super, ich habe 600 Euro Profit gemacht, zum Beispiel in 1 Jahr. Und dann, wenn Sie schon solche Entscheidungen getroffen haben, bitte können Sie das verkaufen und 600 Euro Profit gemacht. Also Ja, ich Sie wollte können so gerne machen, ja. eigentlich mit Aktien handeln. Es ist überhaupt kein Problem. Ja, gut. Also Sie Und können einfach das Ihr Finanzberater sagen. Also ich wollte genau in Aktien einlegen. So, vielleicht haben Sie schon irgendwelche bestimmtes Wünschen, ja. Also in welche genau Aktien wollen Sie Ihr Geld investieren? Und dann besprechen Sie das alles und bitte so. Es gut. ist Ihr Geld und ist Ihr Handelskonto. Gut, okay. Also mein Handelskonto, und wie kriege ich das Geld jetzt von meinem Konto auf mein Handelskonto? Also Sie können das, wie gesagt, oder mit Banküberweisung einlegen oder mit ganz normaler Kreditkarte bezahlen. Nee, Wenn Sie Kreditkarte wüsste ich nicht, aber Banküberweisung klingt gut. Okay. Also ich kann einfach für Sie die Bankdaten von unserer Finanzabteilung vorbereiten. Im Empfänger werden Sie Name von Leiter, also Leiter unserer Finanzabteilung sehen. Im Verwendungszweck werden Sie genau Ihren Namen sehen. Das bedeutet, das Geld kommt direkt auf Ihr Handelskonto. Das ist und gut. nach dieser Banküberweisung, Sie schicken an mir also Foto oder PDF vom Zahlungsbeleg. Also zum Beispiel, ich kann Ihnen per E-Mail diese Bankdaten senden. Und dann, wenn Sie schon fertig sind mit dieser Banküberweisung, Sie schicken an mir diese Bestätigung. Und ich werde das weiter an unsere Finanzabteilung leiten und mit Ihnen Termin vereinbaren, wann wollen Sie Anruf von Finanzberater bekommen. Ja, gut. Wieso muss ich da ein Bild schicken? Das verstehe ich nicht. Sie sehen doch auf Ihrem Konto, wenn mein Geld bei Ihnen eingegangen ist. Ja, Sie haben recht, aber Sie sollen auch verstehen. Also es gibt sogenannte Bürokratie in der ganzen Welt. Und wir haben also unsere Unterlagen, also wir sind streng kontrolliert vor verschiedenen Finanzaufsichtsbehörden. Ja. Und wenn wir zum Beispiel also irgendwelche Anfragen bekommen von diesen Behörden, wir sollen immer irgendwelche Bestätigungen haben. Ja. Ja, Also nicht einfach so sagen, das sehen Sie doch, wenn Sie auf Ihre Bankkonten gucken, auf Ihr Konto. Das sehen Sie das doch. Ja, genau, wir sehen das. Ja, Ja. gut.
Aber in jedem Fall, wir sollen irgendwelche Bestätigungen haben von unseren Kunden, damit wir Warum? also später irgendwelche keine Probleme haben. Okay, gut. Ja, dann senden Sie mir mal die Bankdaten, bitte. Okay, soll ich das per E-Mail senden oder per WhatsApp oder Nee, wie genau wir für Sie bequem? per E-Mail. Per E-Mail. Gut. Also dann sende ich Ihnen diese Bankdaten. Unter Ja. welchem Betrag soll ich diese Bankdaten registrieren? Was, welche Beträge sind da möglich? Müssen Sie das vorher schon wissen? Also technische Minimum lautet 250 Euro. Wenn Sie wollen, können Sie mehr Geld investieren oder einfach mehr Geld einlegen. Also Minimalbetrag 250 Euro. Ja, nee, also ich hatte so an 335 gedacht. Bitte? Ich hatte an 335 gedacht. 335. Ja. Okay, dann werde ich jetzt diese Bankdaten registrieren und per E-Mail senden. Und darf ich fragen, bitte noch letzten zwei Momenten. Erster Moment. Wegen dieser Kooperationsvertrag und verschiedener Regulierung von Bitte was verschiedenen bitte? ausländischen Behörden. Bitte, 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 was? Ich habe Sie nicht verstanden. Sie nuscheln sehr. Also, wegen dieser Regulierung von verschiedenen Finanzaufsichtsbehörden, ich soll wissen, sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht irgendwelche private Insolvenz oder nein? Nein. Super. Okay. Dann, also zweite Frage, wie viel Zeit brauchen Sie ungefähr, um diese Banküberweisung zu schaffen? Ich soll diese Information für Berichte für unsere Finanzabteilung eingeben. Das sehen Sie doch auch, wenn das Geld bei Ihnen ankommt. Wieso verstehe ich nicht? Verstehe ich nicht. Also wie Das gesagt, müssen Sie mir mal erklären, warum die Finanzabteilung wissen will, wann ich überweise. Das sehen Sie doch auf Ihrem Konto. wir sehen es, ja. Aber zuerst, diese Banküberweisung kann etwas dauern. Oder ein Tag oder also ein Tag oder ein paar Stunden oder mehrere Tage. Ja, das Das ist ist doch zuerst. normal. Zu zweit. Ich habe Ihnen schon gesagt, ja, also wir sind reguliertes Unternehmen und wir sollen, also wir arbeiten mit enormen Finanzumsatz. Und aus diesem Grund, also jeder unserer Schritt ist streng kontrolliert. So, das ist einfach Finanzbereich, ja. Wir können nicht so, also 20 Euro dort senden, also 5000 dort senden, nein. Nö, das, Wenn wir mit mein Ihnen Name ist arbeiten, doch, das ist doch dann. einwandfrei zuweisbar auf meinem Konto, oder nicht? Also wie gesagt, also von alle unsere Kunden, wir brauchen Bestätigungen von diesen Transaktionen. Bitte, was Das ist brauchen einfach Sie? Regel, eine Bestätigung von dieser Transaktion. Was Das ist ist eine einfach Regel. Transition? Das habe ich nicht verstanden. Was ist Transition? Sie sprechen Also sehr hören Sie mich gut? undeutlich. Ja, aber Sie sprechen sehr undeutlich. Also Transaktion. Ach, Transaktion. Na gut, dann senden Sie mir mal die Bankdaten. Dann kann ich das schon mal machen. Okay, ich sende das jetzt Ihnen per E-Mail. Genau, aber Sie bleiben am Telefon. Ich möchte ja auch sehen, ob das alles bei mir ankommt. Okay, dann warten Sie bitte 2 Minuten auf der Linie, legen Sie bitte nicht auf. Ja. Hallo? Ja. Also, Herr Westberg, ich habe gerade diese Bankdaten gesendet. Erneuern Sie bitte Ihr E-Mail-Postfach und prüfen, ob Sie es bekommen haben. Ja, da ist was angekommen. Ah ja, okay, so. Was mich gerade so wundert, wie heißt Ihre Firma noch gleich? Also unser Unternehmen heißt Edge Solutions. Mhm. Aber Ihre E-Mail-Adresse ist von gmail.com. Haben Sie keine Firmen-E-Mail-Adresse? Jetzt leider nein. Warum nicht? Jede Firma hat doch eine Firmen-E-Mail-Adresse. Also ehrlich zu sagen, vor einem Monat ungefähr, ich weiß nicht ehrlich, aus welchem Grund, aber unsere IT-Abteilung hat das geändert. Und
ich bin, wie gesagt, also ich bin kein Leiter von unserer Abteilung, ja, und einfach unsere CEO hat uns gesagt, dass jetzt vor 2 Monaten, also sollen wir solche, also private E-Mail-Adresse verwenden. Also ich wollte sie nicht anlügen und irgendwelche Sinn erzählen, ja. Also ehrlich zu sagen, weiß ich nicht. Also einfach unsere Leiter hat uns so gesagt. Also Ja, jetzt es ist. bis, also bis 22. oder bis 23. Februar, wir verwenden private E-Mail-Adresse. Also, okay. Es ist aber schon ein bisschen seltsam irgendwie, ne? Wie Also lange ich verstehe Sie, bitte? ist Ihre Firma denn am Markt überhaupt? Wie lange 7 Jahre. arbeiten Sie? 7 Jahre? Das heißt, Sie sind schon eine erfahrene Firma, ja? Ja, genau. Also wenn Sie es brauchen, kann ich Ihnen die Unterlagen senden oder unsere Lizenz. Ja, das wäre noch klasse. Das wäre klasse. Wo sind Sie denn lizenziert? United Kingdom, also London. Aber ich sehe doch, Sie haben dann eine deutsche Telefonnummer. Ja, Sie haben recht. Warum das ist so? Also, wir verwenden eine sogenanntes IP-Telefonie. Und aus welchem Grund? Vielleicht haben Sie solche Frage, ja. Also, warum verwenden Sie wir es? Also, Sie sollen vielleicht selbst verstehen, ja. Also, oder Sie wissen schon bereits, also wie hoch die aktuellen Tarifpreise sind. Und wir haben Kunden aus ganz Europa. Aber dank dieses Dienstes sind alle diese Anrufe für Sie und für unsere Kunden überhaupt kostenlos. Das ist ja, Und das ist, wenn ich angerufen werde, ist es immer kostenlos für mich. also unser Unternehmen, zahlt dafür eine sehr geringe Gebühr. Ja. Ja, also wenn Sie es brauchen, ich kann Ihnen per WhatsApp schreiben, Sie können meine private Nummer speichern, es ist kein Problem. Ja, und natürlich, also mit Ihrem Finanzberater können Sie im Kontakt auch oder per WhatsApp oder per E-Mail oder per gar normale telefonische Anrufen bleiben. Aber so, Sie haben recht, Sie sehen deutsche Nummer Wo ist und denn wir Ihre befinden uns in London. Ja, und Ihre haben Sie eine deutsche Filiale? Nein. Warum haben Sie dann eine deutsche Nummer? Da müssen Also Sie ich habe doch gerade erklärt. nee, da müssen Sie doch auch eine deutsche Filiale haben. Wie kommt man denn sonst zu einer deutschen Telefonnummer? Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel sogar Google öffnen und IP-Telefonie eingeben, so werden Sie verstehen. Sie können irgendwelche Nummer also anfordern. Also anfordern, ja. Ja, Also Sie können eine litauische Nummer haben, also aus Lettland und so weiter. Sie können aber nicht aus Deutschland anrufen, wenn die gar keine Filiale in Deutschland haben. Das ist verboten. Nein, das ist nicht verboten im Doch ist es. Finanzbereich. Doch ist es. Also ich werde mit Und Ihnen ehrlich sein, ja. Also ich bin Kundenberater. Also wenn Sie wollen irgendwelche Firma genau zum Beispiel in Berlin haben, ja, also Hauptbüro in Berlin oder so etwas, dann Sie können nach anderen Unternehmen suchen. Aber ich bin mit Ihnen ehrlich, ja. Also Also ich wollte Sie nicht anrufen. diese Telefonnummer, die mir jetzt angezeigt wird. Und wenn ich da anrufe, was passiert da? Wo komme ich dann an? Leider auf diese Nummer können Sie nicht zurückrufen. Ja, Also warum das ist nicht? IP-Telefonie, weil das eine IP-Telefonie ist. Dann hören wir Also doch mal. wir rufen unsere Kunden an, also mit Internet. Hören Sie das gerade? Ja, ich höre Sie. Das, was diese Nummer, die Sie mir gegeben haben, die hier steht, die ist gar nicht vergeben. Also, bitte, ich höre das. Was wollen Sie mir zeigen? Ja, dass diese Nummer Ich gar höre nicht das. ver diese Nummer ist gar nicht vergeben. Gut, okay. Sie haben gesagt, Sie sind lizenziert. Wo sind Sie denn lizenziert? Also, Financial Conduct Authority. Ah, okay, bei der FCA. Ja, genau.
Okay, gut. Dann geben Sie mir doch bitte mal die Lizenznummer bei der FCA, unter der Sie dort gelistet sind. Moment, also das ist 610 610 898. 898. Dann schauen wir doch mal. Und wie heißt Ihre Firma dort? Edge Solutions. Ja, jetzt schauen wir doch mal genauer nach. Edge Solutions. So. Und da steht ja auch, welche Webseite das sein muss. So. Also das ist unsere frühere Webseite. Nee, das geht ja nicht, weil Ad Solutions ist nicht die Webseite, mit der Sie traden, handeln dürfen. Das wäre Ad Brokers London Limited. Und das ist nicht Ihre Webseite. Ihre Trading-Seite. Ihre Trading-Seite ist Immediate Connect AI. Moment. Ja, habe ich gerade geguckt. Ja, ich auch. Das ist eine ganz andere Webseite, Trading-Seite. Also bitte, Herr Westberg, wenn Sie Ja. irgendwelche Fragen haben, Ja, die habe also ich ja gerade. Die habe ich gerade ich habe schon gestellt. alles beantwortet, Nee, was haben Sie ich kann. nicht. Haben Sie nicht. Ja, Nochmal, da habe ich alles soll ich. beantwortet. Und Nein, haben schreien Sie Sie bitte nicht. nicht schon wieder. Ich schreie gar nicht. Soll ich schreien? Ich schreie nicht. Ich habe ganz höflich gefragt. Ihre Trading-Seite ist Immediate Connect und die eingetragene Seite ist Edge Brokers Limited. Das ist eine ganz andere Trading-Seite. Hallo. Ich bin da. Ja, meine Frage immer noch. Warum ist Ihre Trading-Seite ganz anders als die in der Lizenz eingetragene Trading-Seite? Also, ich habe schon Ihnen ehrlich gesagt, Nee, haben Sie nicht und ich gesagt. sage, Nochmal die Frage. Warum ist Ihre ich sage Trading, das. warum Moment, ist, Sie haben eine nein, Frage nein, gestellt, ja eben, aber also Sie haben lassen Sie sie mir noch bitte nicht antworten. beantwortet. Ja gut, dann beantworten Sie. Also, ich habe schon alle Fragen beantwortet, Nein, haben die Sie ich nicht. beantworten kann. Hören Sie Ach, mich bitte. mehr können Ich Sie habe nicht schon, beantworten? ich habe alle Fragen beantwortet, die ich beantworten kann. Ja? Also ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche Lizenzen oder Webseiten. Ich habe schon Ihnen erklärt, was bedeutet mein Job. Ja? Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich an Ihren Finanzmanager, also an Ihren Finanzberater wenden. Ja, dann geben Sie mir mal den Finanzberater. Also ich habe schon Ihnen gesagt. Also nach dem Handelskontoaktivierung bekommen Sie einen Anruf von Ihrem Finanzberater. Wenn Sie jetzt nicht bereit sind, Ihr Handelskonto zu aktivieren, ja, also bitte, verschwenden Sie nicht meine Zeit und Doch, wir können unser Gespräch beenden. mache ich gerne. Wissen Sie auch warum? Ja, bitte. Ja, weil Sie schlicht und ergreifend ein Betrüger sind. Sie haben keine Nachweise dazu. Doch, habe ich gerade vorgelegt. Wenn Sie sie nicht verstehen, das ist nicht mein Problem. Sie verstehen sie offensichtlich nicht. Ob das an Ihrem Also, ich schlechten habe Sie Deutsch nicht ist, verstanden. Also, ob das vielleicht warum an Ihrem wir. schlechten Deutsch liegt oder an Ihren fehlenden Intelligenz, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber Ihre Also, Trading-Seite ist. haben Sie Also, irgendwelche, also haben was fangen Sie Sie denn so an zu irgendwelche stottern Fragen? auf einmal? Was ist denn los mit Ihnen? Sie haben irgendwelche Fragen für mein Deutsch, ja? Also, ich bin, okay, ich sage Ihnen, ich komme aus Lettland. Ja, Ich bin natürlich. Letter. Ja, Ich komme natürlich. nicht Und aus Deutschland. Sie sind auch nicht in England. Sie sind Und auch nicht in Deutschland. wenn Sie irgendwelches Nazi sind, das ist nur Ihr Problem. Jetzt kommt die Nazischiene wieder. Der Betrüger nennt mich ein Nazi. Ich lach dich aus, dummer Betrüger. Bist du dumm? Also, ich habe Ihnen ehrlich gesagt, Ja, Sie ich haben komme aus Lettland natürlich ein und Betrüger, vielleicht der habe ganz ich nicht so ehrlich ist. gut Das Deutsch. wäre ja mal ganz was Und Neues für seinen vielleicht Betrüger, die habe ich Wahrheit nicht so gut sagt. Deutsch.
Ja, Aber Sie wenn Sie sind. irgendwelche Probleme haben, verstehen Ja, Sie, also mit kann man nicht Ihnen, durchführen. genau. Ich habe einen Also haben Sie Betrüger, überhaupt ich habe keine ein irgendwelche Problem mit Probleme, wenn Betrügern, zum die mich Beispiel hier Leute anrufen. aus anderen Genau. Ländern kommen? Immer wieder die Aber Leute, die mich Sie sagen anrufen, schon sind mehrmals, ich Betrüger. habe sehr gut, sehr Immer schlechtes wieder. Deutsch und so weiter. Was, Also wenn Sie was? keinen irgendwelchen Respekt von Wenn Menschen habt, haben, nee, vor dann Betrügern habe können ich Sie nie einfach Respekt, auf die Straße tatsächlich. gehen Vor und dort Betrügern mit habe Leuten ich keinen schreien. Respekt. Aber nicht Betrüger mit sind Ihnen. das Letzte, was wir auf der Welt brauchen. Deswegen habe Okay, ich keinen schönen Tag. Respekt vor Betrügern. Tschüss, Betrüger! Nachdem das Gespräch beendet war, fühlte er sich wohl so getriggert, dass er versuchte, mir zu schaden. Darum sendete er mir eine E-Mail mit einem wenig netten Hintergrund. Ihr seht diese Mail hier. In der Mail war ein Anhang beigefügt, der meistens geöffnet wird, wenn man eine E-Mail erhält. In diesem Anhang war ein Schadcode, eine Malware, versteckt. Da ich aber meine Mails nie auf meinem Rechner öffne, schlug sein Plan fehl, weswegen ich ihn noch ein wenig triggern wollte. Und das mit einer Formulierung, die jenseits des guten Geschmackes oder Anstands war. Das hat ihn so gereizt, dass er noch eine Mail sendete. Auch diese Mail hier. Zum Schluss habe ich ihm alle Beweise noch einmal per Mail zugesendet und ihn aufgefordert, mir zu beweisen, wie legal er und seine Firma sind. Daraufhin erhielt ich keine Antwort mehr. Das war's für heute und wenn ihr wollt, gibt's am nächsten Sonntag das nächste Video für euch. Wenn ihr ein wenig Spaß hattet, dann freut es mich und wenn ihr mögt, lasst mir einen kleinen Kommentar hier. Also bis Sonntag, habt nette Menschen um euch und bleibt aufmerksam. Euer Callcenter Crasher.